Ja, ich weiß, was man damit macht. Ich habe die ersten beiden Levels gespielt, danke. Na gut. Ich brauche halt allererst eine meiner Lieblingsattacken. Hold A to jump higher, whoop whoop. Tap A twice und you can do a double jump. Yay. Oh, die gelben. Ja, um einfach zu sagen, weiß ist für, damit ich neue Attacken lernen kann, rot ist für im Shop, damit ich mir Sachen kaufen kann. Wie grüne Orbs, gelbe Orbs. Gibt's noch weiße Orbs? I don't know. Oh, bin ich. So, da ist auch noch was. Hier mein grünen Stern zum Beispiel. Ja, Small Vital Star. So, jetzt werde ich allerdings erstmal an die schöne Prinzessin hier gehen. USB Upgrades Rebellion. Hacker brauche ich nicht, das ist das normale. Deathcoil brauche ich auch nicht. Area Bomb brauche ich auch nicht. Roulette. Nö, noch höher, mit denen muss ich nicht raus. Drive. Ja. Stinger. Ich brauche erstmal Stinger und Trillion Steps. Das sind die ersten beiden. Yeah. Hi, Kleiner. Das Böse ist alles, was im Limbo passiert. Passiert auch in der echten Welt. Zwar dreht sich nicht alles so schnell wie im Limbo, aber also so schnell wie es hier kommt und sich dreht, das Ganze, so schnell ist es nicht in der Außenwelt. Aber. Aha. Weil das Karussell dreht sich ja auch nicht so schnell wie im Limbo. Oh, ja, jetzt darf ich hier wieder entkommen. Nein, darf ich nicht. Hey du! Okay, ein Stick ist auf jeden Fall sehr viel schwerer, einen Trillion Step hinzukriegen. Also, überhaupt generell das hier. Scheiße, man kann ich den nicht vernünftig ziehen. Und ja, ich werde einige Attacken brauchen, bevor ich einen ordentlichen Combo hinkriege. Dass ich jetzt nicht höher als C kommen oder so, das ist natürlich irgendwie logisch. Ich glaube, in der PC-Version, wo ich vorher gespielt habe, die deutsche Version, habe ich auch SS oder SSS hingekriegt. Ja, evade, bla. Ich will aber nicht evaden, ich will hier rein, tschüss. Ja. Ja, mach mir den Rückweg einfach zu. Brauche ich ja nicht mehr. Aber recht hast du, Braunschweig. Brauche ich natürlich echt nicht mehr. So, die Waffen sehen natürlich einiges um einiges. Ja, genau, verpiss dich. Hoppala. Die Waffen sehen natürlich einiges verändert aus, weil. Ihr könnt euch ja vorstellen, das ist nicht Devil May Cry 3. So, dafür braucht man. Ja, Kupferschlüssel. Die kann man unterwegs finden. Frag mich nicht, wo hier eine sein sollte. Ich wüsste es nicht. Die werden wahrscheinlich irgendwo versteckt sein, natürlich. Hey. So ein SSS hinzukriegen, also ein Triple S, ist natürlich nicht so schwer, ist aber auch nicht gerade leicht. Natürlich schafft der kleine Mann das auch, den überzubocken. Ja, genau, komm zurück. Ja, wie gesagt, die Waffen sehen halt verändert aus, wer sich. Ich glaube, die meisten können sich. Oh, hier muss ich später hin. Viele können sich wahrscheinlich schon denken, warum die so verändert aussehen. Das ist halt zur Erklärung für die anderen. Devil May Cry 3 ist mit eins der spätesten Spiele und Devil May Cry 4 natürlich auch. Ja, du hast natürlich Freude daran zu sterben. Wunderbar. Devil May Cry 3 und 4 sind halt die letzten Teile eigentlich in dem Sinne. Und das hier ist quasi die Vorgeschichte für alles oder vor allem.
Ah, da will ich noch nicht hin. Das sieht so nach Exit aus, weil da stand ja Exit. Gucken wir erstmal. Oh, noch mehr Spinnen. Gucken wir erstmal hier rein. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass hier irgendwas ist. Kuckuck. Ja. So viel zu dem Thema. Ja, die Levels sind relativ groß und relativ klein. Das kann man halt sehen, wie man will. Das ist echt unterschiedlich, wie es aussieht. Yeah, whatever. Never mind. Bitch. Komm. Schaut euch was. Ja, wie gesagt, also hier einen Style hinzukriegen ist echt nicht schwer. Savage! Ist ja, sieht man schon, ich bin schon bei S. Wenn ich mich jetzt anstrengen würde und noch ein paar Gegner kommen würden, würde ich sogar das SS hinkriegen. Achso, hier muss ich rüberspringen. Ich wollte sagen, warum geht ihr nicht auseinander, Leute? Freunde, was ist los? Wow! Tja, da haben wir Devil May Cry 3. Das war halt so ein. Tja. Nicht mehr lange. Upgrades. Nein, Rebellion. Drive. Ja, natürlich erstmal einen Drive verschalten, den brauche ich ja auch später noch. Ich weiß nicht, wie früh ich den brauche, das ist das Problem. Wollen wir mal raus aus dem Limo, hä? Okay, das ist schnell genug. 5 Meter. 100 Meter Lauf, du versagst täglich drauf. Verkackt. Okay, dann. Let's fight. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Kleiner. It's working. You can fight him now. It won't be easy. Hunters are brutal fighters. Ach, ist das so? Geh doch mal da hoch. Zerstört! Da ist noch wieder auf Bären runtergefallen. Hmm.
Ja. Verpiss dich halt. I don't care. Nope. Und weiter geht die Schnauze rein. Aua. Das war böse. Bleib drauf und leg dich hin, los. No, sei brav. Ja, stellt sich ja wieder da oben hin. Nein. Ja genau, komm runter. Du bekommst mich nicht. Ach, und jetzt, was so schön ist, hier. Das ist das. So, der erste Endboss des Spiels. Game over. Son of who? Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. So. Ich hoffe, ihr mögt es. Ich hoffe, ihr wollt, dass ich das weiterspiele. I barely remember. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen, hochladen, ob es euch gefällt oder nicht, aber ich hoffe, euch gefällt. Weil, wenn ihr da Spaß dran habt, habe ich umso mehr Spaß dabei. So sehen die Kameras aus, von dem Trümmerfeld, den wir im Limbo veranstaltet haben. Die normalen Leute sehen ja den Dämon nicht. Von daher. Ja. Are you okay, Dante? You know my name. My boss knows you. He wants to meet. Please? I helped you back there. Der Freak mit der Maske? I didn't ask for your help. We know all about you, Dante. I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that masked freak on the net. Wonderful. Can't wait. Wonderful. Can't wait. Police are asking the public to remain vigilant. Further terrorist attacks could take place anywhere, anytime, and when you least expect them. We have your scent, son of Sparta. Was ein hässlicher Funz. Now it is just a matter of time. Der Kerl geht ja echt noch, aber die Funz, boah, der hätte mich echt mal schön was einfallen lassen können. Nun gut, das war Level 1 und was habe ich für einen Style? S, wunderbar. Plus ein Upgrade dazu. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Bis dahin. Mach's gut, habt Spaß und bye bye.